Ja, das sind die Bilder, die der Vegetarier liebt, ne? Fettige Salamibrötchen. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Wir wollen uns nicht beschweren. Hier im Hameln in der Sumpfblume wird uns sehr, sehr freundlich behandelt. Und wirklich fettig sind sie nicht. Aber der Vegetarier. Es gibt auch zur Gleichberechtigung natürlich auch fettige Käsebrötchen. Lecker, lecker. Es gibt bestimmt auch vegane Salami. Es gibt bestimmt auch vegane Salami, aber hier nicht. Also zumindest würde es mich überraschen, wenn das welche ist. Sind Sie übrigens Element of Crime? Sind Sie das? Sieht so aus. Ja, so ein bisschen irgendwie. Ja. Du weißt das gar nicht, ne? Aber das ist ein ganz traditioneller Club hier. Ne? Du bist ja noch jung im Vergleich zu den nicht so jungen in der jungen Band. Genau, und ist, also hier wurde schon deutsche und internationale Rock. Beatsteaks waren hier. Blackmail, wer kennt Blackmail? Und Keith Caputo, unzerstörbar Keith Caputo und das Auge Gottes. Die kennt, glaube ich, kaum einer außer mir. Aber ein sehr schönes Plakat. Wir haben Subway to Sandy hier gehabt, die Lemon Babies gibt es auch nicht mehr. Blumenfeld hat sich auch aufgelöst, nur Bumblebee sind unverwüstlich. Leute, ich bin mir fast sicher, auch The Bates, das ist leider eine eher traurige Geschichte, weiß jeder, der sich ein bisschen für Musik interessiert, der Hauptdarsteller lebt leider nicht mehr. Schade, das bedauern wir sehr. Keine schlechte Band, wahrhaftig nicht. Aber Bumblebee gibt es noch und egal wie die Zuschauerzahlen sein werden, ich muss mal sagen, wahrscheinlich heute nicht so prickelnd. Der Kühlschrank ist voll. Es gab eine vegetarische Pfanne. Genau, auch voll. Die Toilette ist auch wieder mal besetzt. Man sieht es jetzt nicht, man kann es auch nicht riechen. Aber, und ich bin hier in meinem frisch gewaschenen Ripshirt. Und ich bin ja eher so der Obsttyp. Banane. Kennen einige von euch Badesalz, da gibt es den Gag mit Banane Vedanesia, ne? Banane Vedanesia, kennt ihr den? Kennen Sie den? By the way, das wird nicht ein schöner Abend und danach gibt es für die ganze Band noch, aber nicht streiten, drei Maß. 1, 2, 3. Ach, das halte ich. Und da kommt auch schon der Mike. Wer? Der Mike. Sind Sie das nicht? Ich. Oder sind Sie die Kölner Saxophonmafia? Nee, ich bin... Das ist auch so. Jan Gabarek. Jan Gabarek. Ja, der junge Jan Gabarek. Ja, genau. Mike ist Tim Fischer eher so meins wäre. Du bist auch so ein Tim Fischer-Typ. Ja, so. Eigentlich mehr Kim Fischer. Wie ist die Anlage? Die haben eine neue Anlage hier. Ja, geil. Sehr geil. L-Akustik vom Feinsten. L-Akustik vom Feinsten. Schön mit der neuen MC-Serie von Yamaha. Voll digital. Nett. Viel Geld ausgegeben. Ist voll geil. Klasse. Digital, wie meine Videokamera hier ist. Alles voll fett, geil, ey, krass. Oh, da mit diesen netten Eindrücken. Digital, nicht dünne Berg. Jetzt haben wir nur noch zwei Maß, die wir uns nachher teilen müssen. Oh, das ist ärgerlich. Tut müssen, mir leid. Müssen, Mike, müssen. Ach so. Okay. Gut, also, wisst ihr Bescheid und hoffen wir, dass es trotz allem ein schöner Abend wird. Wintereinbruch übrigens in Hameln. In Aschaffenburg sind wir losgefahren, hatten 18 Grad und ich will jetzt gar nicht wieder hören. Es waren 18 Grad, gefühlt waren es übrigens 20. Ich habe Leute gesehen, die im T-Shirt an der Bushaltestelle standen und hier haben wir aktuell, glaube ich, 2 Grad. Leute, wie das der körperliche Organismus ertragen kann, da muss man schon gestellt sein wie wir. Ne?